die Strecke. 350 Kilometer durch Schnee und Eis. Am späten Vormittag des dritten Tages treffen die Teilnehmer des Hundeschlittenrennens erstmals auch auf andere Lebewesen. Bislang bestand die Fauna des nördlichen Schwedens aus den eigenen Hunden, denen der anderen Teams, die man gerade überholte, und natürlich aus den menschlichen Mitkonkurrenten. Die Kondition lässt schon langsam nach. Also wir können den Hunden nicht mehr so viel helfen wie am Anfang. Ja. Auf den letzten Etappen und den letzten 50 Kilometern ist es merklich wärmer und damit auch schwerer für Hund und Mensch. Der Abend vor den letzten beiden Abschnitten am nächsten Morgen. Sie liegen an vierter Position. Abends gab es mal Zeitpunkte, da waren wir beide irgendwie einfach fertig und genervt oder hat dann keiner was gesagt. Wir haben das so, weil wenn ich ihn dann angemotzt hätte, er konnte ja nichts dafür, dass ich kaputt war. Insofern, ich meine, wir kannten uns schon ganz gut und haben, also es klappt super, super gut. Ja. Und insofern, also es gab keinen einzigen Zoff. Es sind ja mal Sachen, wenn man dann einen Tipp bekommt und es ist irgendwie nachts um 12 und man eigentlich nur noch ins Bett will, dann nervt einen das. Aber wir haben es einfach nicht ausgetragen, sondern das war dann auch, war nebensächlich. Also morgen müssen wir nochmal alles geben. Das Vier-Tage-Team hat sich bewährt. So reizvoll die Erfahrung bis hierher auch war, keiner von beiden denkt ernsthaft darüber nach, hier auf Dauer zu leben. Hier oben zu leben, das muss man schon wirklich wollen. Im Winter ist dunkel und da muss man sich so eine Nische auftun, muss die auch ausfüllen. Es ist sicher für viele ein Traum, aber ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, direkt auszusteigen. 10 Stunden haben sie hier gerastet. Jetzt sind es nur noch 50 Kilometer bis ins Ziel. Die Menschen mögen im Ziel die Rückkehr zur normalen Körperpflege mit Dusche, Föhn und Rasur ersehnen. Für die Hunde hat es keine Bedeutung. Ihr Zuhause ist hier in der Kälte. Komm, nur ein paar Stündchen. So nicht geht dann mit Gewalt. Hunde sind Rudeltiere. Wenn sie den Respekt verlieren, sind sie nicht mehr zu bändigen. Es kann nur ein Herrchen geben und wenn das zupackt, ist ihr Wille geweckt. Vor 4000 Jahren nutzten Menschen in Sibirien schon Hunde zur Fortbewegung. In Mitteleuropa erst seit 200 Jahren. Sie wollen noch einmal alles geben. Nur 8 Minuten trennen sie vom schwedischen Team auf Platz 3. Andreas kümmert sich um die Hunde. Vida räumt überflüssigen Ballast aus den Schlitten. Er will die Gewichte noch einmal besser verteilen. Ich habe auch in den Teams gewechselt, weil wir am Anfang bergauf müssen. Ich muss die Hunde bei der Stange halten und am Anfang langsam fahren. Dann können wir auch am Berg zusammenbleiben. Das klappt gut. Und wenn sie in der folgenden Ebene die Schweden vor ihnen sehen können, dann packen sie es. Aber dort ist keiner. Sie war nicht schnell genug. Und es gab noch Ärger im Team. Heute ist ein bisschen ein Problem mit einem von den Hunden von Vida. Der macht ein bisschen Stress, aber er hat jetzt, glaube ich, gewechselt. Vollmet, der jüngste und unerfahrenste Hund, hätte sich offenbar für eine andere Aufstellung entschieden. Der wollte einfach im hinteren Team laufen. Aber ich muss ihm klar machen, dass er hier vorne zu rennen hat. Es sind die letzten Kilometer, aber Vollmet ist so renitent, dass Vida die Notbremse zieht und seinen Willen durchsetzen muss. Mann beißt Hund. Der Wettkampf ist gelaufen, der Druck ist raus. Die letzten Kilometer gehen über einen zugefrorenen See. Jetzt ist es entspannt, ja. Jetzt können wir nicht mehr viel machen. Die Hunde müssen halt laufen und dann schauen wir mal. Ich denke, wir werden am Ende schon Vierter sein, aber es war ein super, super Trip.
Sie kommen als Vierte ins Ziel, aber wie Sieger. Caroline und Andreas haben mehr als 30 Stunden auf dem Schlitten gestanden und 40 Stunden mehr schlecht als recht geruht. Und noch auf den letzten Metern viel gelernt. Der wollte immer das ganze Team stoppen. Der vorne. Ja. Also auch hart. Da wirst du nicht als Hundeführer selbst zum Hund. Der rennt vor, beißt ihn voll ins Ohr. Hat ihm echt gebissen? Rum. Ja, hat ihn ins Ohr gebissen, um ihn zu unterwerfen. So, ja. So weit ging der Lernprozess dann doch nicht. Ziemlich komisch. Ja. Vorbei. Es wird jetzt echt ein harter Sprung wieder zurück. Schon im Eishotel von Jukkasjärvi beginnt die Rückkehr. Mit Beifall der Teams für ihre Mascha und natürlich Applaus für die 200 Hunde. Finally, a big hand for all the dogs, of course. Ich würde sofort wieder machen. Also ich meine, es ist irgendwie das unglaublichste Erlebnis, was ich je hatte. Also es ist einfach, once in a lifetime. Das größte Abenteuer ihres Lebens. Die Erinnerung daran wird länger halten als der Pokal für die Sieger aus Holland. Denn der ist aus nichts weiter als Eis.